2 außer Rand und Band. Und 2 Western. 2 Banana Joe, was haben wir noch? Also 2 außer Rand und Band hat schon mal gepasst. Ich habe schon mal einen geschafft. Lass mich mal 2 außer Rand und Band. 2 wie Pech und Schwefel. 2 für, nein, das war nicht für ein Ave Maria, oder? Nein, das war die linke und die rechte Hand des Teufels. 2 Superbullen. Aus dem Stegreif raus. 2. 2 Schnitz, nee. Ich hab's nicht im Kopf. 2 Fäuste für ein Halleluja und 2 wie Pech und Schwefel. 2 Fäuste für ein Halleluja und 2 Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Wären da die ersten Kandidaten, die mir einfallen. Aber es halt, das sind ja 4 Fäuste. Na gut, aber 4 durch 2 ist auch 2 und jeder hat 2 Fäuste, von dem her. Muss man zählen lassen, oder? Nein, der Interviewer schüttelt den Kopf. 2 außer Rand und Band, 2 sind nicht zu bremsen. Mit dem Wort 2. Gibt's da nicht sogar noch irgendwie hier 2 außer Rand und Band, oder? Die 2 Knastbrüder, gibt es den? Und ja, weiterraten, keine Ahnung. Ich kenne die Filme, aber ich weiß nicht, wie sie heißen. Internet Relay Chat. Internet Relay Chat. IRC steht für Internet Relay Chat. Internet Relay Chat. IRC? Keine Ahnung. Also, das ist so ein Messenger-System, aber ich habe keine Ahnung, für was die Abkürzung steht. IRC steht für Internet Relay Chat. Das ist das, wo man das DCC macht. Auf Menschen. Genau dieselben wie für Gummibären. Sie werden stark und können springen. Das macht sie betrunken. Der Gummibärensaft auf Menschen hat die Wirkung, sie schrumpfen zu lassen. Meine Kinder ist jetzt lang zurück. Ich bin schon 31. Ist das von der Gummibärenbande? Ja. Kam da Menschen vor? Okay, keine Ahnung. Ich habe mir die Serie nie angesehen. Ich weiß es nicht. Gummibärensaft. Also auf Gummibären, dass sie ganz toll werden, auf Menschen werden klein, groß? Nein, keine Ahnung. Ich hab mir das früher auch geschaut, ich weiß es nicht mehr. Gummibärenbande. Die Dinge nicht, sondern die sind stark. Ah. Ich hab mein Smartphone nicht dabei, deshalb weiß ich sowas nicht. Ich komme nur bis 4. 3,14. Ja, man rundet es doch einfach auf mit einem 3. Ich bin Ingenieur. Umfang von einem Kreis ist doch ganz klar, ist Durchmesser geteilt durch, der Umfang ist Durchmesser mal 3. Fertig. 3,14. Weiter komme ich doch nicht. 3,1473. Na, dafür sollte ich dann vielleicht doch noch, na, ich habe einen Computer dafür. Ganz einfach, der weiß das. 3,1457. Piraten, ja toll. Ja. Die ersten 5, 3,1415.
Rot und Grün. Naja, bunt. Also Darth Vader muss rot sein. Das geht gar nicht anders. Und genau wie ich würde jetzt sagen, weiß. Da muss ich jetzt raten, rot und blau. Rot und blau. Blau. Rot und blau. Weiß beziehungsweise blau, also so weiß-blau und rot. Blau und rot. Da Tetris keine Titelmelodie hat, müsstest du jetzt erstmal definieren, was genau du hören willst. A-Type. Es ging nur A-Type. All your ways. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben einfach nicht den gleichen Nerd-Level. Belongs to us. It belong to us. Aus dem IRC. Ich kenn den Spruch nur aus dem IRC. Belong to us. A belong to us. A belong to us. A belong to us. Hexadezimalsystem 0 und 1. Na, Hexa ist 6, oder? Hexa? Das Binärsystem ist 0 und 1. Hexadezimalsystem sind dann... Hexadezimal war 0 bis 16, A bis F. Nee, E. Weißt du, wie lange ich das nicht mehr gebraucht habe? A, B, C, D, E. F. Es muss 6 geben. 16. Ja, dann gibt's alle 10 Ziffern. Plus die ersten 6 Buchstaben, erste 5 Buchstaben des Alphabets. Also ist der 0 bis 9 und A bis F. Also 0 bis 9 und A, B, C, D, E, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Keine viel. Okay. Nee, halt die 0, oder? 0 bis 9 und A bis F. A bis F und 1 bis 0. Na, 0 bis F. Gibt's alle. Der Schamane? Ich bin kein WoW-Zocker, ich weiß ganz genau, dass ich dann versumpfen würde, aber ich vermute mal Hexenmeister. Hexenmeister. Ja. Nee, Dieb gibt's nicht. Es gibt keine Dieb. Dieb gibt's nicht, weil er eigentlich Schurke heißt. Ich würde jetzt mal den Dieb raten. Dieb. Doktor? Wie ist denn der Inder? Der Schelmattendoktor? Der Hollowitz? Der Doktor? Schon. Howard Wolowitz. Howard Wolowitz. Na, dann hat Hollowitz bestimmt keinen Doktor. Der, Howard. Keinen Doktor gerade. Howard Wolowitz. Der ist bloß Master of Engineering. W20. Also ich denke, es ist dieses Schmieröl, was man überall benutzen kann. Was man eigentlich immer braucht. Entweder Tape, wenn es halten soll, oder W20, wenn es nicht halten soll. Aber ich weiß nicht, wofür W20 steht. Die Abkürzung W20. Das
W3C hätte ich dann noch sagen können. Das W3C, W20, nee, muss passen. W20. Also ich kenne nur einen W12-Motor zum Beispiel, aber W20? Sagt mir jetzt gerade nichts. Sagt mir nichts. W20 ist die Abkürzung für den 20-seitigen Würfel. Gleichbedeutend D20 für einen Dice 20, einen 20-seitigen Würfel. Habe ich nicht gelesen, ich kenne nur die Serie. 3, 38, 42, keine Ahnung. 3? Ach so, das ist ja gemein. Ich glaube 3. Also ich habe das daheim in einem zusammengefassten Buch, aber es sind keine 3, sondern 4. Für Teile. Da hätten wir es mal gelesen, dann wüsste man das vielleicht. Ich würde jetzt einfach mal auf 5 tippen. Einen. 4? Nein, das ist die Trilogie in 5 Teilen. Das sind ganz schön fiese Fragen hier.